gelesen hast, hast du mir irgendwie erzählt. Ich freue mich, den Unterschied kennenzulernen. Also das werden wir alle letzt lernen, den Unterschied zwischen einem Tech Model und einem Klimamodell von Calabrinth. Bitte schön. Danke. Hallo und willkommen alle. Ich würde gerne meine Slides sehen. Okay, nice. Willkommen zu meinem Talk über Klimamodelle und die Wissenschaft hinter Klimaports. Ich erstmal kurz vorstellen und sagen, was ich so mache. Ich arbeite beim UFZ, das Helmholtz-Center für Umweltforschung in Leipzig, und arbeite für ein ESM-Projekt, das ist fortgeschrittenes Erdsystem-Modeling. Und ich bin PhD an der Universität Potsdam. Dies hier ist das Mesoscale Hydrologic Model, das ich mitgemacht habe. Das ist ein Impact Model. Bin bei Scientists for Future und bin auch Künstler. Dieser Talk ist in drei Sektionen unterteilt. Die Einführung, Worte einführe, ein bisschen Glossar mache, zum Beispiel, was ist Wetter, was ist Klima. Ein bisschen über Vorhersagen reden, zum Beispiel, warum wir das Wetter in drei Jahren nicht vorhersagen können, aber schon das Klima. Der zweite Teil wird der längste, die Wissenschaft hinter Wärmungsgraphen. Wo ich euch erkläre, was ihr braucht, wenn über Klimawandel geredet wird, über was da geredet wird. Und der dritte Teil ist, ihr ein Impact-Modell auf euren eigenen PC installieren könnt, wenn ihr Zeit haben. Und am Ende gibt es eine kleine Zusammenfassung und einmal die Einleitung. Wetter wird definiert als der physikalische Status der Atmosphäre an einer bestimmten Zeit, und Klima ist das durchschnittliche Wetter, meistens über 30 Jahre. Es werden auch aber auch andere Zeitperioden genommen. Die große Frage ist, wenn wir Wetter nicht an einem spezifischen Datum in einer Dekade bestimmen können, warum macht es dann trotzdem Sinn, generelle Trends fürs Klima zu finden? Das ist die Frage, die da immer kommt. Die beantworte ich euch gern. Zuerst geht es hier um durchschnittliche und Durchschnitte. Und die durchschnittliche Wolkendecke gibt uns Informationen über die durchschnittliche Reflexion. Das hat einen Einfluss auf die Wärme. Noch ein Beispiel, durchschnittlicher Niederschlag, die Temperatur, also Regen, Schnee. Temperatur hat einen Einfluss auf Vegetation, das hat Einfluss auf den Carbon-Zyklus, den Kohlenstoffzyklus, das wiederum auf Wärme und Kühlung, Eisdecke, Reflexion. Ihr seht alle, das ist alles miteinander verbunden. Wenn wir den Durchschnitt über bestimmte physikalische Stati der Atmosphäre wissen, dann können wir was über Klimatrends sagen. Die Frage ist also, was ist ein Klimamodell? Das AR5 definiert ein Klimamodell als eine numerische Repräsentation des Klimasystems. Das hier ist die ganze Zitierung aus dem IPCC vor 2013. Sie ist das intergouvernementale Forum über Klimawandel, das IPCC, Intergouvernmental Panel on Climate Change. This is the whole, das ist das ganze Teil. Ein Klimamodell könnte ein GCM sein, ein generelles Zirkulationsmodell, ein globales Klimamodell, wo es meistens um Ozean-Atmosphäre-Zirkulation geht.
ein regionales Klimamodell ist RCM. Das ist regionales, also auf einer begrenzten Größe. Vielleicht ist wahrscheinlich auch höher auflösen. Der begrenzte Bereich heißt, da gibt es das Input und Output, weil es halt kein geschlossenes System ist. Ein Impact-Model, ein Plus-Modell, ist kein Klimamodell, sondern simuliert extreme Wetterereignisse, Fluten oder so, falls du irgendwie einen Damm bauen willst und ihr wissen wollt, wie hoch sollte dieser Damm sein. Dann macht ihr ein Impact Model, das gibt dir dann Informationen darüber, welche Höhe. In ein paar Dekaden zu erwarten werden könnte. Dafür werden Impact Models benutzt. Das ist so die Einführung. Jetzt kann ich zum Hauptteil kommen. Dann werde ich anfangen mit der Frage, ist das beweisbar, ist es bewiesen? Als erstes zeige ich euch einen typischen Graph, den euch Menschen zeigen möchten, wenn sie über Klimawandel reden. Der Graph hat auf der X-Achse die Zeitskala in Jahren, auch erweitert in die Zukunft. Und wir sehen drei oder vier Regionen. Und die graue Region ist schon in der Vergangenheit. Und wir reden hier von der globalen Veränderung der Oberflächentemperatur der Erde. In Celsius oder in Kelvin spricht für, ist bei Differenzen kein Unterschied. Dann seht ihr verschiedene Graphen in verschiedenen Farben mit RCP und dann der Nummer. Und ich werde euch erzählen, was die Zahlen und die Graphen euch sagen wollen. Ich sage euch erstmal was über die Zahlen und die Unsicherheiten da drin. Transparenten Flächen. Um die ich erzähle euch was über die repräsentativen Konzentrationspfade, kurz RCP. Definiert die Farben der Graphen. Dann möchte ich euch was dazu erzählen über die Quellen dieser Graphen, nämlich wo die herkommen. Und halt, ob sie bewiesen sind und ob es dafür wissenschaftliche Evidenz gibt. Scientific evidence that we will face that climate change. So, insbesondere gibt es wissenschaftliche Beweise dafür, dass es tatsächlich Klimawandel gibt. Mal zuerst. Ich nehme hier die Definition aus Wikipedia für wissenschaftlichen Beweis. Die Stärke von wissenschaftlichem Beweis ist im Allgemeinen basiert auf statistischen Analysen und der Stärke wissenschaftlicher Kontrollen. Das bedeutet, man macht Experimente wieder und wieder, verändert den einen oder anderen Einfluss im Experiment, um dann zu klären, dass dieses oder jenes keinen Einfluss auf das Ergebnis hat, um einzuschränken, was eine Quelle des Resultats ist und was damit nichts zu tun hat. Ich zitiere hier insbesondere einen Comic aus XKCD, weil es eine gute Darstellung davon ist. Wir sehen eine Person, die einen Schalter zieht, kriegt einen elektrischen Schlag, es passiert was Schlechtes, das könnte auch Klimawandel sein. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Szenarien. Da würden sich normalerweise Personen entscheiden, okay, ich ziehe den Schalter nicht mehr. Aber WissenschaftlerInnen wagen wohl häufiger die Frage, passiert das immer, wenn ich das tue? Denn das ist im Wesentlichen genau, wie man experimentell Dinge beweist. Und gerade im Klimawandel sagen die WissenschaftlerInnen, auch wenn es wissenschaftlich interessant ist, wir sollten das wirklich nicht überprüfen. Wir haben nur eine Erde, wir können das Experiment nicht häufig machen. Außer wenn wir eine Zeitmaschine hätten. Das ist etwas, was WissenschaftlerInnen schon vor langer Zeit gesagt haben, nämlich etwa schon in 1957. Menschen machen nun ein großräumiges Experiment geophysischer Natur, das in der Vergangenheit nicht hätte
passieren können und in der Zukunft nicht reproduziert werden kann. Wenn man also die Frage stellt, ist es beweisbar? Bei KlimawandelleugnerInnen, dann werden die sagen, ja, nee, das passiert hier nicht. Und die anderen könnten antworten, naja gut, wenn ihr jetzt auf dieser Straße steht, würdet ihr über diese Straße gehen, wo gerade ein Auto entlang kommt. Es könnte ja sein, dass das Auto stoppt. Aber normalerweise wird es das nicht tun. Und wir wissen leider viel über dieses Experiment. Es wird häufig ausgeführt. Und wissen, dass es gefährlich ist. Also lasst uns ein bisschen die Faktoren verändern. Was, wenn hier ein Würfel mit hoher Geschwindigkeit auf uns zukommt? Was auf etwas, was nicht eine Straße ist? Würdest du dich trotzdem noch über dieses Etwas bewegen? Die Antwort ist, naja, wahrscheinlich nicht. Wir wissen praktisch nichts über die Situation, aber wir wissen, dass Momentum, Schwung erhalten bleibt. Also, dass der Würfel in Bewegung bleiben wird. Wir haben keine Erfahrung damit und haben trotzdem eine Idee, was da passieren wird wegen der physikalischen Gesetze. Das ist etwa dasselbe, was wir tun wie mit Klima. Sagen wir haben die Erde und die Sonne. Und die Sonne hat eine gewisse Strahlung, die teilweise abgestrahlt wird, also teilweise reflektiert wird. Und die Erde selbst strahlt etwas ab. Wir wissen von der solaren Insulation, der solaren Abstrahlung. Die hat eine gewisse Größe und wie viele Anteile dieses Lichtes wieder zurückreflektiert werden, das nennen wir Albedo. Und das ist also die reflektierte Energie ist ein Albedo mal der solaren Isolation. Und dann wissen wir, dass das Licht, was aufgenommen wird von der die Lichtenergie, die von der Erde aufgenommen wird, ist halt genau 1 minus das mal der solaren Energie. Und mit der Stefan-Boltzmann-Gesetz für Energieemissionen und der Stefan-Boltzmann-Konstante können wir ausrechnen, bei welcher Oberflächentemperatur die Energiebilanz erreicht wird, bei minus 19,5 Grad Celsius. Wir wissen, dass die Erde deutlich wärmer ist, weil unser Modell in diesem Fall viel zu einfach ist. Also müssen wir was an dem Modell ändern, nämlich die Atmosphäre. Die Atmosphäre hat einen interessanten Einfluss. Es hat ein paar Treibhausgase in Spuren, etwa Stickoxide, Methan, Sauerstoff, Wasser, Ozon, Kohlenstoffdioxid. Und diese Treibhausgase reflektieren die Abstrahlung der Erde wieder zurück auf die Erde, zum Teil. Und das hängt mit der Transparenz bei der Atmosphäre zusammen, die irgendwo zwischen 15% und 30% sitzt. Und insbesondere ist sie nicht konstant. Und auch das ist ein interessanter Faktor. Die Atmosphäre gibt Energie ab. Die nennen wir J-Atmos. Und das geht ab in den Weltraum. Und es gibt Teile, die zurückgehen zur Erde. Und die Energie, die in die Atmosphäre geht, ist 1 minus Transparenz mal diesen Surface-Energie. Also haben wir zwei Gleichungen. Nämlich Energie, die in die Atmosphäre geht, geht auch aus der Atmosphäre wieder raus. Und das andere ist, die Oberflächenenergie der Erde ist 1 minus Albedo dieser solaren Insulation. Plus den Anteil, der von der Atmosphäre reflektiert wird, zurück auf die Erde. Also haben wir zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten und finden mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, dass die Oberflächentemperatur 15 Grad Celsius ist. Das ist nicht so weit weg von dem, was wir wissen. Was wir in 2000 gemessen haben, war die Oberflächentemperatur 14,5 Grad.
Das habe ich für ein spezifisches T gerechnet, nämlich bei einem T von 22,5%. Und wenn wir das T ein bisschen verändern, etwa zu 20%, also mehr CO2 in der Atmosphäre etwa zulassen durch eine Fabrik, die CO2 von sich gibt, dann geht die Transparenz runter und die Temperatur geht hoch zu etwa 16,6 Grad. Das ist ziemlich altes Wissen. Das ist vielleicht etwas viel auf einer Folie und trotzdem sehr interessant zu sehen. Das kommt aus einem Paper von Svante Arrhenius aus 1896. Und da ging es um den Einfluss von Kohlensäure in der Luft. Nämlich, so, ja, das ist der alte Begriff für CO2. Er hat sich angesehen, was, wenn wir den Anteil des CO2 an der Atmosphäre verändern, was wäre der Einfluss auf die Temperatur? Sagen wir, das CO2 würde sich verdoppeln in unserer Atmosphäre. Was passiert dann? Dann würde die durchschnittliche Temperaturerhöhung im Dezember etwa in Leipzig bei 6,1 Grad Celsius oder Kelvin liegen. Das ist vielleicht etwas hoch. Aber schon Arrhenius in der Zeit wusste, dass es saisonalen und regionalen Einfluss auf das Klima gibt. Also nicht nur auf durchschnittliche Temperaturen über die sämtliche Erdkugel. Arrhenius hat also sowas gesagt, wenn CO2-Anteil sich verdoppeln würde, dann reden wir von etwa 4 bis 6 Grad Erwärmung. Und die aktuellen Modelle sprechen etwa von 2 bis 4 Grad Erwärmung. Vielleicht gibt es da also schon eine Überschneidung. Also das ist das alte Modell. Jetzt kommen wir also zu der Frage, ein Klimamodell repräsentiert physikalische Gesetze, wo kommen Unsicherheiten her? Wenn wir alle physikalischen Gesetze wissen, könnten wir alles damit kalkulieren. Warum gibt es dann Unsicherheiten? Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel sind die Eingangsbedingungen jetzt anders. Wie schnell bewegt sich etwas? Wo sind die Wolken genau? Wir wissen das nicht so präzise. Und so entstehen einfach Fehler. Das zweite ist die Auflösung eines Modells. Die temporale und räumliche Schrittenlänge. Wir berechnen unsere Klimamodelle immer mit Differentialgleichungen. Und wir können damit nicht die Bewegung jedes Moleküls da reingeben, sondern halt immer bestimmte Durchschnitte. Und deshalb setzen wir da rein, was normalerweise passiert. Und so gehen Unsicherheiten runter. Für manche Fragen ist es dann wichtig, eine niedrige Auflösung zu haben, aber meistens wollen wir eine höhere. Es gibt dann auch Truncation. Das sind Limits der Berechnung, also Computergrenzen und mangelndes Verständnis. Wolken in Klimamodellen regnen meistens zu früh. Ja. Wenn wir das alles wissen, all diese Quellen der Unsicherheit, warum gibt es dann nicht das eine beste Klimamodell? Warum können wir nicht einfach die höchste Auflösung nehmen und den besten Computer nehmen, den wir kriegen und einfach das alles am besten machen? Und dann haben wir unser bestes Klimamodell. Und da gibt es einige Gründe für, zum Beispiel den dynamischen Kern.
Das ist die Methode für Differentialgleichungen, wie zum Beispiel das Netz da rein zu tun. Wir können zum Beispiel ein Dreiecksnetz haben oder ein rechteckiges. Mit dem Rechtecken können wir schneller rechnen, mit dem Dreieckigen können wir eine größere Auflösung machen. Da könnten Unterschiede sein, entstehen. Beide haben Vor- und Nachteile. Auch die Parameterisierung. Parameter wie Zeit oder Albedo, die sind wahrscheinlich nicht die letzten Parameter, weil sie aus anderen Parametern hergeleitet werden. Die können meistens so geschätzt werden. Werden dann kalibriert mit verschiedenen Fehlergrenzen. Und das gibt dann andere Unsicherheiten. Und dann gibt es Schemata, verschiedene Formulationen physikalischer Prozesse, zum Beispiel von Wolken. Und wieder die Truncation. Wie begrenzen wir die Rechnungskraft unserer Computer? Damit ist vor allem Rundung gemeint, an welcher Stelle runden wir. Was machen wir also? Wir gucken uns alle Modelle an, die wir haben, die verschiedenen Klimamodelle, die unser Klima repräsentieren. Wir nehmen die alle, die bestimmte Bedingungen erfüllen, da komme ich gleich zu. Und den Output, da nehmen wir einfach den Durchschnitt von. Und wir kriegen eine Klimaprojektion. Und diese Weite der Unsicherheit, die ihr da seht. Welche Modelle gucken wir uns an? Das sind koordinierte GCMs. Klimamodelle werden verglichen mit einem gekoppelten Modell. Und dieses Projekt, das das vergleicht, CMIP, die heißen CMIP 4, 5 und 6. Und im Moment für das AR6, das sechste Assessment Group Report, wird jetzt gerade CMIP 6 erstellt. Und auf der Karte sind die Forschungszentren, die bei CMIP 6 mitmachen. Diese Forschungszentren sind größtenteils spezialisierte Zentren, Universitäten und meteorologische Büros. Aber jede Institution kann mitmachen, solange sie ein Protokoll für ihre Beteiligung folgen. Diese Institutionen müssen Variablen für ein Set von definierten Experimenten und einer historischen Simulation aus 1850 bis heute produzieren. Das blaue Ding ist ein Link, wenn ihr nachher meine Slides anguckt, dann könnt ihr da drauf klicken. Und dann könnt ihr sowas machen. Wir haben hier wieder einen Graph. Auf der X-Achse sehen wir wieder eine Zeitskala von 1850 bis heute. Auf der Y-Achse haben wir wieder Temperaturanomalie, also Temperaturunterschiede. Also die Temperaturdifferenz, also wie sehr die Erde sich erwärmt hat. Wir sehen sie mit 3 und 5 im Vergleich. Das waren die Modelle, die für AR5 angeschaut wurden. Also sehen wir ein Band von Unsicherheiten mit diesem gelben und blauischen. Und die zwei Linien, blau und rot, von CMIP 3 und 5. Und die schwarze, das ist, was tatsächlich beobachtet wurde. Wir sehen, das ist ein großer Unterschied. Das ist, und das ist so, weil nur die natürlichen Kräfte beobachtet wurden. Und wenn wir auch die die menschlichen Unterschiede reintun, dann passiert das hier. Und das ist der beste Beweis, den wir eigentlich überhaupt kriegen können. Und wieder, wir haben uns die physikalischen Gesetze angeschaut. Und die physikalischen Gesetze
sind Resultate von wissenschaftlichen Experimenten. Und das hier ist dann der Beweis. Also eine kleine Hinzufügung. Es gibt auch andere koordinierte Modellvergleichsprojekte, auch außerhalb der IPCC. Wo zum Beispiel der Fokus auf Landoberfläche ist. Das mache ich. Und es gibt auch veröffentlichte Werke außerhalb der IPCC. Zurück zum Graphen. Wir haben über den Teil gesprochen, ist es bewiesen? Ich hoffe, ich konnte euch beweisen, dass das so ist. Jetzt rede ich über die Quellen dieses Graphen. Ich habe über die IPCC sehr viel geredet. IPCC ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, das intergovernmentale, zwischen Regierungen Forum oder über Klimawandel. Das hier ist der Cover des Reports. Davor gab es schon vier. Wie der Name sagt, der fünfte. Der erste Assessment Report, FAR, wurde 1990 veröffentlicht, der zweite SAR in 1995, TIR 2001, AR4 in 2007. Sie haben die Namen geändert. Jetzt ist es AR4 und 2007 und jetzt ist es AR5 2013. IPCC besteht aus mehreren Arbeitsgruppen mit Arbeitsgruppe 1 bis 3. Und ich fokussiere besonders den Report von Gruppe 1 über die wissenschaftlichen Aspekte von Klimasystem und Klimawandel. Aber es gibt auch die Vulnerability von sozioökonomischen natürlichen Systemen. Und das dritte, wie diese Emissionen begrenzt werden können. Ich habe euch schon eine Geschichte gezeigt der Klimamodelle. In der Mitte der 70er Jahre haben Klimaforscher untersucht, haben nur CO2-Emissionen, Regen und die Sonne untersucht, aber keine Wolken. In der Mitte der 80er wurde das Eis mit hinzugefügt zu den Modellen, auch die Wolken und die Landoberflächen wurden berücksichtigt. Man sieht hier hübsche Berge, aber zu der Zeit war die Auflösung so gering, dass die Alpen nur eine oder zwei Knotenpunkte in dem Netz hatten. Also wir hatten nicht so viel über Landflächen, aber es wurde zumindest hinzugefügt. Und für den ersten Assessment Report wurde ein Sumpf-Ozean hinzugefügt. Also ein Ozean, aber er hat keine Tiefe. Für den zweiten Assessment Report wurde der Ozean auch, wurde die Tiefe des Ozeans mit berücksichtigt. Und es wurde Vulkanaktivität hinzugefügt und Ausstoß von Fabriken. Und für den vierten Report wurden weitere Prozesse hinzugefügt. Es gab vorher schon Climate Reports, die diese komplizierteren Prozesse untersucht haben, aber in diesem Report wurden diese Prozesse weiter berücksichtigt. Und unter anderem wurde auch die Zirkulation im Ozean mit berücksichtigt. Aerosole wurden hinzugefügt und der Kohlenstoffkreislauf wurde auch mit hinzugefügt. Für den AR4 wurden chemische Elemente in der Atmosphäre hinzugefügt und die Vegetation. Und für den AR5 wurde Ozon hinzugefügt und
Biomasse, die verbrennt und die Emissionen, die dabei entstehen. Es gibt auch eine sehr lange Geschichte von der Geschichte der Modellierung von Klima auf Computern. In 1904 wurde von Bill and Bjerkens Gleichungen entdeckt, die verwendet werden konnten, um den zukünftigen Zustand der Atmosphäre zu berechnen. Er hatte sich das so vorgestellt, dass die Berechnung dieser Sachen auf mehrere Menschen aufgeteilt werden sollte, damit das überhaupt geschafft werden konnte. In 1922 hat Lewis Fry Richardson einen 6 Stunden Wettervorhersage geschafft, indem er händisch die Gleichung gelöst hat. Er hat dafür 42 Tage gebraucht. Und diese 42 Tage wurden über 2 Jahre verteilt. Das heißt, er war natürlich ein bisschen hinter dem Wetter hinterher, um herauszufinden schlussendlich, dass er nicht das richtige Ergebnis dafür bekommen hat. Das wussten Leute gar nicht, das wurde vergessen, weil sie gedacht haben, das ist ja nicht sehr praktisch. Aber dann 1950, als Computer da waren, wurde das 1940 das erste erfolgreiche Wettermodell ausgerechnet auf dem Computer. Und 1955. Heutzutage benutzen wir Supercomputer, die viel größer sind. Zum Beispiel Jülich, Jülich Wizard for European Leadership Science Computer. Das ist ein Supercomputer in Jülich und ich zeige euch ein Bild. Aber man ist leider nicht dazu erlaubt, das zu tun. Aber da solche Computer shiny sind, dachte ich mir, das Bild ist hinreichend. In diesen Covers gibt es Einschübe und dieser Einschub heißt Standard Node und der besteht aus 2x24 Kernen mit jeweils 2,7 Gigahertz und der hyper-threaded ist. Das heißt, man kann da 69 Threads oder Prozesse auf diesen Nodes laufen lassen. Und diese Nodes haben 12 mal 8 GB RAM, die jeweils mit 2666 MHz getaktet sind. Das ist ziemlich viel, würde man denken, wenn man ein kleiner Modell ist. Und im Fall von Jules hat man 2271 von diesen Standard-Nodes. Man hat 240 große Memory Nodes und 56 beschleunigte Nodes, die dann auch noch GPUs haben. Und ich möchte euch über Jules erzählen, nicht weil es der schnellste ist. Ist auch nicht der schnellste in Deutschland. Es war es, als er gebaut wurde, aber das ist auch schon ein bisschen her. Ich möchte euch darüber erzählen, weil Jules Rechenpower bereitstellt für das Advanced Earth System Modeling Capacity Model. Was ich euch vorher erzählt habe, es gibt leider nicht so viel Memory auf diesen Nodes. Das heißt, was muss man machen? Man muss sein Problem zerteilen und verteilen auf die verschiedenen Nodes. Und zwischen diesen Nodes muss es dann Kommunikation geben. Und wenn die Aufgabe einfach ist, dann kann man sein Grid zerteilen und man kann zwischen diesen einzelnen Teilen gibt es dann Kommunikation an den Boundaries. Wo wir gerade über Grids reden, möchte ich ein bisschen über die Geschichte der Auflösung von solchen Grids reden. Für den ersten Assessment Report war die Auflösung 400 Kilometer mal 400 Kilometer und wie ich bereits gesagt habe, man sieht diese zwei gelblichen Vierecke in der Mitte, das sind die Alpen. Für den zweiten Report wurde die Auflösung halbiert auf 250 mal 250 Kilometer. Verdoppelt oder halbiert, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Und für TR war es 180 Kilometer. Für den AR
5 ist es etwas ein bisschen anders. Das möchte ich euch auch zeigen. Und ich zeige euch auch hier zwei Auflösungen. Es gibt Auflösungen für höhere Models, wo die Auflösung 87,5 Kilometer beträgt. Und für sehr hohe Auflösungen beträgt die Auflösung 30 Kilometer. Der Grund dafür ist, dass Climate Model sind nicht irgendwelche Models, sondern sind Modelle, die gekoppelt sind. Das ist also mehr dieses Bild. Wir haben also ein Modell für Eis, wir haben ein Modell für Atmosphäre, wir haben ein Modell für die Erde, wir haben ein Modell für Ozeane und diese ganzen Modelle sind verkoppelt miteinander. Und Ausgaben von dem einen Modell sind Input für die anderen Models und genau andersrum. Und jedes dieser einzelnen Modelle hat verschiedene Layers, zum Beispiel in diesem Fall haben wir einen Grundwasserteil und einen Atmosphärenteil. Und dann haben wir Input wie die. Und dann haben wir das Erde- und Pflanzensystem. Und dann haben wir Wasser, was versickert. Und Wasser, das in die Flüsse kommt. Und dann haben wir zum Beispiel hier bei den Flüssen Wasser, das rausläuft. Wenn ihr ein Modell Flüsse parallelisieren wollt, dann ist das nicht so einfach, weil es gibt halt irgendwo eine Quelle. Und was an der Quelle passiert, hat einen Einfluss auf den Verlauf. Es muss also den ganzen Weg gehen bis zum Meer. Und hier komme ich dazu. Ich zeige euch die Donau. Kennt ihr wahrscheinlich mehr unter dem Namen, nicht Danube. Auf der Auflösung von 5 Kilometern. Und ich habe die Donau in kleine Flüsschenteile zerteilt. Und um das zu berechnen, müsst ihr die Sachen, die weit weg vom Ausfluss zuerst vergleichen. Die gräulichen Sachen werden zuerst berechnet und dann geht es so runter bis zum Abfluss. Einfach um euch zu zeigen, was ich mache. Jetzt können wir zurück zur Hauptfrage. Jetzt habe ich gesagt, wo die Graphen herkommen. Jetzt, was ist der repräsentative Konzentrationspfad? Also dieses ganze Ding, was wir vorher gemacht haben, war nur, um zu sagen, wie kommen wir zu dieser schwarzen Linie im ersten Teil? Und jetzt, wie kommen wir jetzt zu diesem bunten Teil, wo es mehr Graphen gibt als ein? Also, Arbeitsgruppe 1 testet generell eine Auswahl von gekoppelten Klimamodellen mit spezifischen Bedingungen und sehen sich dann das Output unter verschiedenen Emissionsszenarien an. Hier haben wir verschiedene Grids und das die Input-Daten dazu. Die Input-Szenarien sind zum Beispiel das erste, wo wir einfach so weitermachen wie immer und nichts machen. Kohlenstoffemissionen nicht ändern. Das zweite ist, wenn wir so wie heute anfangen, so langsam und langsam auf erneuerbare Energien schwenken. Und das dritte ist, wo wir einfach jetzt sagen, lass uns das machen. Und das sind Input-Szenarien, die wir in die Systeme reintun. Und dann kriegen wir Modell-Outputs raus, die was über die Zukunft sagen. Die schwarze Linie sagt, okay, so sieht es bisher aus. Und von da an haben wir drei Szenarien. Und von oben nach unten ist das der Weg, wenn wir nichts machen und so weiter. Das machen wir in unseren Szenarien so ungefähr. Und die RCPs sind Szenarien, repräsentative Concentration Pathways, Szenarien, die Zeitserien von Emissionen und Konzentrationen von allen
Treibhausgasen, Aerosolen und chemisch aktiven Gasen und so weiter und Landbenutzung und Landbedeckung kommen da auch mit rein. Und auf der X-Achse wieder die Jahre, gleiche Zeitskala. Auf der Y-Skala haben wir jetzt Radiative Forcing, also Strahlung, die einen Einfluss auf unser Klima hat. Und die SCP-Szenarien haben hier so ein Äquivalent. Wir haben also 4 Szenarien ungefähr. Hier. Die Daten für diese Szenarien werden koordiniert vom Input for MIPS, den Input-Datasets für Modellvergleichsprojekte. Von letzten habe ich schon geredet. Ihr könnt euer eigenes auch bauen auf diesem Link. Jetzt werde ich das letzte Teil erklären. Und da reden wir über Zahlen und die Unsicherheiten da drin. Die Zahlen hinter den RCPs beziehen sich auf den Strahlungseinfluss zum Ende der Modellperiode zu 2100. Wenn wir uns also ansehen, zum Jahr 2100, dann ist halt RCP 8,5 genau bei 8,5 Strahlungseinfluss. Und dann sehen wir die Zahlen in diesen verschiedenen Abschnitten. Das sind die Zahlen, die wir in den Modellen benutzt haben für die Szenarien in diesem Zeitabschnitt. Also wie ich gesagt habe, gibt es hier verschiedene Modelle, die wir verglichen haben. Und wir haben sogar verschiedene Modelle für die verschiedenen Zeitabschnitte. Also bis 2100 gibt es 39 Modelle für RCP 8,5. Für den Rest danach gibt es nur noch 12 Modelle. Und das ist auch der Bruch, den ihr an dem Jahr seht. Nämlich dadurch, dass man das Modell dann wechselt. Und dann gibt es noch einen anderen Anteil, der interessant ist. Und das könnte der wichtigste sein. Wir haben ziemlich große Modellunsicherheiten da drin. Insbesondere, wenn man all die Modelle vergleicht, kommen da halt große Bänder dabei raus. Aber die menschlichen Unsicherheiten sind noch viel wichtiger hier drin als die Modellunsicherheiten. Denn wir sehen eine kleine Überlappung bei den Modellen, aber wir sehen sehr deutlich in den verschiedenen Modellen, dass der menschliche Einfluss den viel größeren Einfluss macht bei den unterschiedlichen Kurvenverläufen. Also die Modellunsicherheit ist vernachlässigbar im Vergleich mit der Unsicherheit durch menschlichen Einfluss. Jetzt bin ich mit dem wichtigsten Anteil durch. Jetzt könnte ich euch zeigen, wie ihr so ein Einflussmodell auf eurem lokalen PC einrichten könntet. Wir haben nur noch ein paar Minuten übrig, also werde ich direkt zur Zusammenfassung und dem Abschluss springen. Wenn es als Frage kommt, kann ich euch dazu was sagen. Was haben wir gelernt? Wetter ist der physikalische Zustand der Atmosphäre zu einem gegebenen Zeitpunkt, während Klima gemitteltes Wetter ist, typischerweise über 30 Jahresperioden. Ein Klimamodell ist eine numerische Repräsentation dieses Klimasystems. Und wir haben gelernt, eine der großen Unsicherheiten in diesen Modellen, in diesen Klimamodellen, ist die Art und Weise, wie wir Differentialgleichungen lösen. Ich hätte euch mit noch einem anderen Vortrag erzählen können, was die Differentialgleichungen im Einzelnen sind. Klimawandel ist nicht bewiesen dadurch, dass man ein reales Experiment ständig wieder durchführt, denn wir haben nur eine Erde, sondern darüber, dass wir Modelle haben, die unser vergangenes Klima sehr gut simulieren. Und die wahrscheinlich wichtigste Botschaft ist, das menschliche Verhalten ist die primäre Quelle für Klimawandel,
Das heißt, wir reden von Vorhersagen in Das heißt, wir müssen irgendwie davon reden, wie Menschen sich entscheiden. Also tatsächlich von Projektionen im Sinne von menschlicher Entscheidung im Unterschied zu Vorhersagen auf Basis von Zahlen. Wenn wir also jetzt verschiedene Zahlen reinwerfen in die verschiedenen Input-Szenarien, kriegen wir verschiedene Output-Szenarien und können damit dann aber sagen, wenn wir uns so benehmen, dann passiert das. Was wir halt, woran wir das gesehen haben, war, dass der Unterschied durch menschliches Verhalten die Modellunsicherheiten erheblich dominiert. Also ist die Frage, was wollen wir? Die Antwort ist normalerweise Klimagerechtigkeit. Und damit vielen Dank.